6.46 Uhr, 5 vor 7 in der Morgenshow 4 beginnt. Das Bremen-Vierland-Wetter. Das kann ich ganz kurz abhandeln, denn es wird nicht so viel anders als in den letzten Tagen. Ein bisschen weniger Regen heute. Erstmal noch Nieselregen und es ist stark bewölkt, auch den ganzen Tag, aber dann kaum Regen ab Mittag. Die Temperaturen haben wir jetzt schon fast erreicht, die maximalen 7 Grad heute. Jetzt sind es so um die 5 bis 6 Grad. Wie so viele Menschen im Bremen-Vierland hat sich auch Martin Stricker aus Twistringen vorgenommen. Im neuen Jahr werde ich aufhören zu rauchen und deswegen am 30.12.2012 seine letzte Zigarette geraucht. Theoretisch, außer er ist am Wochenende eingebrochen. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, ihr beiden. Na, es ist ja jetzt dann gut eine Woche her und das Wochenende war wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, oder? Das Wochenende war richtig schwer. Ich war bei Freunden, mit denen ich sonst immer Fußball gucke und jetzt, ja, ist ja Winterpause und da gucken wir halt immer so Musikvideos. Mhm. Und alle rauchen. Und alle haben da ein bisschen was getrunken und es war echt hart. Und du konntest nicht missionarisch unterwegs sein und sagen, Leute, ey, hört doch alle auf. Ich hab's versucht, aber ich hab's dann auch schnell wieder sein gelassen, weil die alle nur mit dem Finger am Kopf geklopft haben und haben gesagt, du spinnst doch. Das ist natürlich doppelt schwierig, wenn du auch noch ein Umfeld hast, wo tatsächlich alle rauchen. Gehörst du zu den Menschen, die, wenn sie Alkohol trinken, noch mehr das Bedürfnis haben nach Zigaretten? Das hört man ja sehr oft. Ja. Also in der Situation war es wirklich hart, aber ich habe es durchgehalten. Wir hatten auch noch überlegt, du rauchst seitdem du 12 bist. Wie kann man eigentlich überhaupt mit 12 anfangen zu rauchen? Wie geht das? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kann man doch. Doch, also man sieht ja an mir. Also das war kein Problem. Wie kommt es denn dazu? Ja, wie kommt das dazu? Man will halt als Kind immer ein bisschen cool sein und mitmachen mit den anderen und so. Und dann versteckt man sich ja hinterm Garagenhof und raucht da mal eine und ja. Boah. Und schon hängt man dann irgendwann dran. Bei diesem Prozess, nach so vielen Jahren, sich die Zigarette abzugewöhnen, kommt man in eine Phase, wo man unfassbare schlechte Laune bekommt und das Gefühl hat, nichts auf der Welt macht mehr Spaß. Bist du da schon drin? Umschiffst du diese Phase irgendwie oder wie sieht es in dir aus? Glaubst du noch an das große Ziel für immer rauchfrei? Ich glaube da noch dran und wie gesagt, rückblickend, war es eigentlich gar nicht so schwer. So, ich hab's ja geschafft, so, es geht doch. Genau, du hast diese Hürde schon mal genommen, das Wochenende mit deinen Kumpels ohne Zigarette, die anderen alle mit. Also dann kauf dir einfach noch ein paar Tüten Gummibärchen und wir sind stolz auf dich. Weiter so, Martin. Nicht so viel Gummibärchen essen, Martin. Ihr könnt Martin auf bremen4.de sein. Noch ein schlanker, junger Mann. Wenn du zu viel Gummibärchen isst, dann würde sich das ja ändern. Aus persönlicher Erfahrung, kauf dir ein großes Glas saure Gurken. Und jedes Mal, wenn du diesen Jeeper hast, saure Gurke. Hilft. Warum auch immer, aber es hilft. Okay, ich werde es versuchen. Wie viele Tipps hat Martin schon gekriegt von allen? Aber weiter so bitte. Du stehst symbolisch für alle werdenden Nichtraucher im Bremen-Vierland. Also brich bitte nicht ein. Enttäusch uns nicht. Nein, ich schaffe das.